besser, als es tatsächlich ist. Oh, ist ja kalt. Gibst du mir mein Handtuch an? Ja, mache ich. Aber schön klar das Wasser, ne? Ja, richtig schön. Ja. Hallo und willkommen im zweiten Teil unserer Schwedenreise. Wir sind immer noch in Nyborg in Dänemark und in diesem Video wird es auf jeden Fall nach Schweden gehen. Ja, jetzt machen wir aber erstmal eine kleine Fahrradtour. Wir wollen mal ein bisschen die Gegend noch erkunden, bevor wir Dänemark verlassen. Ja. Ja. Und wo wir genau hinfahren, wissen wir noch nicht. Wir lassen uns da mal wieder ganz spontan inspirieren und dann schauen wir mal, was es heute noch zu sehen gibt. Kommt einfach mit uns mit. Genau. Wie gefällt es dir hier? Schön, richtig schön. Schön, ne? Ja. Gefällt mir richtig gut. Ich muss jetzt erstmal die Kamera wegpacken. Weil hier geht es so steil bergab. Da kann ich nicht mit einer Hand fahren. Nee.
Also schöne Dörfchen und schöne Häuschen gibt es hier genug. Und jede Menge Landschaft ohne irgendwas und somit auch kein Kaffee und kein Kuchen. Da hätten wir jetzt wohl richtig Lust zu, aber hier gibt es nichts. Außer schöne Häuser. Was sagst du dazu? Ja, schade, ich habe Hunger. Hey du! Ganz mutige Kameraden, kommen einfach mal eben gucken, was wir hier so machen. Uns ist hier ja heute schon aufgefallen, dass die Menschen sich zum Picknicken treffen. Also hier gibt es überall Picknickbänke mit Tischen und ja, da kommen die Leute hin, trinken Kaffee, essen was, unterhalten sich. Finden wir ganz toll, kennen wir gar nicht so von uns, von unser Zuhause. Nirgendwo stehen Mülleimer, aber nirgendwo ist Müll. Also hier ist alles richtig, richtig sauber. Die Leute nehmen ihren Müll wieder mit. Man hat so den Eindruck, die haben eine andere Wertschätzung hier für alles. Auch die alten Häuser, die hier überall sind, die werden alle liebevoll restauriert und nicht abgerissen, sondern alles wird erhalten und schön gemacht. Also richtig toll hier. Richtig schöne Sachen kann man hier erleben. Gefällt uns. Was sagst du dazu? Ach, ich finde es so schön hier. Schöne Häuser, schöne Landschaft. Selbst die Viecher sind neugierig und kommen gucken. Ja. Im Übrigen, heute ist unser Hochzeitstag. Ja. Wir waren so mit Filmen und allem Möglichen beschäftigt, wir haben das komplett vergessen. Das erste Mal in 24 Jahren. 24 Jahre verheiratet. Heute Morgen schrieb meine Mama und hat uns alles Gute zum Hochzeitstag gewünscht. Da habe ich gedacht, oh, ist uns noch nie passiert. Nee. Na gut, wir sind schon 35 Jahre zusammen und 24 verheiratet. Nächstes Jahr haben wir die Silbernen. Vergessen wir einfach auch. Wer weiß, wo wir uns dann rumtreiben. Ja, schauen wir mal. Ja, fitzen wir mal weiter, ne? Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo einen Café. Ich glaube es zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir schauen mal. Guten Morgen. Heute regnet es. Mal gut, dass wir gestern so eine schöne Fahrradtour gemacht haben. Jetzt gleich machen wir uns auf den Weg und fahren nach Schweden. Hoffentlich wird das Wetter wieder besser. So, wir sind jetzt hier durch Nieburg gelaufen und überall in der Stadt liegt so ein süßlicher, leckerer Geruch und wir wussten nicht so richtig, wo es herkommt, aber wir haben es rausgefunden. Das liegt an einer Eisdiele, die machen die Waffeln selber und die backen die halt hier und der Geruch verteilt sich hier überall. Sehr lecker. Und das schmeckt richtig gut. Die Waffeln sind noch warm. Ja, richtig lecker. Ist der Tank wieder voll? Tank ist wieder voll, ja. War ganz easy. Wir sind ja eigentlich gar nicht gewohnt, mit Karte zu bezahlen beim Tanken. Wir zu Hause tanken wir immer und bezahlen im Bar. Wir kennen das eigentlich so gar nicht. Aber es ist wirklich ganz einfach. Man steckt seine Karte rein, gibt seine Geheimnummer ein, dann kommt die Karte wieder raus und man kann tanken und es wird abgebucht. Also einfacher geht es wirklich nicht. Wie teuer war der Sprit denn jetzt? Der Sprit kostet hier jetzt umgerechnet 2,07 Euro, der Diesel. Und in Schweden aktuell 2,45 Euro. Deshalb haben wir den Tank jetzt hier nochmal ordentlich voll gemacht. Ich meine, wir fahren zwar noch nicht über die Grenze, aber vielleicht gehen wir nachher nochmal irgendwo voll tanken, bevor wir nach Schweden fahren. Und dann ja, haben wir noch den günstigsten Sprit mitgenommen. Okay. Da
dann lass uns mal losfahren. Auf geht's. Jawohl. Die Brücke über den großen Bell zu Dänisch-Dørebæltbroen verbindet die Inseln Fyn und Seeland. Das Bauwerk hat eine Gesamtlänge von 6,8 Kilometer und setzt sich aus einer Hängebrücke und einer Spannbetonbrücke zusammen. Die Hängebrücke ist mit 2,7 Kilometer die längste Hängebrücke Europas und die drittlängste der Welt. Sie hat eine Fahrbahnhöhe von 70 Metern über den Meeresspiegel. Die Überfahrt ist mautpflichtig. Scheint zu funktionieren. Okay. Ist ja komisch, oder? Also Kreditkarte ging jetzt nicht. Nö. Warum auch immer, keine Ahnung. Das hast du mit EC-Karte und funktioniert. Ja. Okay. Aber was wir jetzt bezahlt haben, weißt du nicht. 610 Kronen. Passen. Die etwa 16 Kilometer lange Öresundbrücke mit Autobahn- und Eisenbahnlinie verbindet Schweden und Dänemark. Sie besteht aus drei Teilen. Brücke, künstliche Insel und Tunnel. Die Brücke macht die Hälfte der Querung aus, etwa 8 Kilometer. Der Straßen- und Eisenbahnverkehr über die Brücke verläuft auf zwei separaten Ebenen. Oben fahren die Autos, unten die Züge. Wir haben 126 Euro Maut für die Öresundbrücke bezahlt. Unseren ersten Stopp hatten wir in Smygehuk, der südlichste Festlandpunkt in Schweden. Ersten Schlafplatz hier in Schweden angekommen. Wir haben auch schon spät. Wir haben 7:10. Wir sind ja auch erst spät losgekommen, erst heute Mittag, und die Fahrt hat aber problemlos geklappt. Die Straßen waren frei und dann waren wir ja direkt hier an unserem ersten Punkt, den südlichsten Punkt hier in Schweden, und sind ein paar Kilometer weiter gefahren. Und stehen jetzt hier an einem einfachen Schlafplatz für uns. Und morgen früh geht es auch für uns schon weiter. Ja, der Platz ist so eigentlich ganz okay.
Der ist am Rande von so einem Wohngebiet und bei Parkverneid stand schon drin, dass es hier ein bisschen riechen soll. Aber hier ist erbärmlicher Gestank, kann man schon fast sagen. Hier draußen am Ufer trocknet dieses ganze, wie nennt sich das? Seetang-Zeugs vor sich hin und das stinkt wie ich weiß gar nicht wie was, aber auf jeden Fall wie Hulle. Und wir bleiben hier eine Nacht. Ich glaube, morgen sind wir wieder weg. Früh, man kann es doch gar nicht aushalten. Können wir schaffen. Klar. Gut, dann machen wir uns jetzt schnell was zu essen und dann haben wir bald Feierabend und morgen früh geht's weiter. Und dann gucken wir mal, was so kommt. Gute Nacht. Okay, bis dann. Wir haben eine ruhige Nacht an unserem Stellplatz verbracht und sind dann heute Morgen weitergefahren nach Ystad. So sagt der Schwede das wohl. Ja, geschrieben Ystad. Aber Öster sagt Öster, man wohl, sagen als Schwede. Als Schwede. Und erkundigen jetzt hier ein bisschen die Stadt. Es soll hier eine ganz schöne Altstadt geben. Ja. Wir sind auf der Reichsstraße, nennt sich das hier wohl. Für uns ist das so wie eine Landstraße, also Reichsstraße 9 sind wir hier hingefahren. Das geht die ganze Zeit an der Südküste entlang und kommt durch schöne kleine Örtchen. Das ist also alles sehr schön. Und überall Parkbuchten mit Zugängen zum Strand. War wirklich richtig schön hier. Ja, wir haben auch gerade unser erstes Parkticket gezogen. Wussten wir auch nicht, wie es funktioniert. Wie in Schweden üblich wird auch das per Karte bezahlt. Ist letztendlich ganz einfach gewesen. Man steckt die Karte rein, dann muss man einmal kurz bestätigen, sein Autokennzeichen eingeben. Und anschließend kann man dann halt mit dem Betrag auswählen, wie lange man stehen bleiben möchte. Und das war's schon. Geht also ganz einfach mit der Karte, kein Kleingeld, man muss kein Ticket in die Scheibe legen, also wirklich sehr easy. Und deshalb schauen wir uns jetzt die Stadt mal vom Nahen an. Ja. Hey du. So, wir haben unseren kleinen Stadtrundgang beendet und ich bin sehr begeistert von Ystad. Ja, ist wirklich sehr schön. Viele kleine Gässchen, bunte Häuser, also einfach toll. Wenn man in der Nähe ist, muss man sich diese Stadt auf jeden Fall anschauen. Ja. Leider müssen wir jetzt schon zurück. Unser Parkticket läuft in kurzer Zeit ab. Hier am Hafen gibt es einen offiziellen Stellplatz für Wohnmobile. So wie wir das jetzt gesehen haben, kostet die Übernachtung 20 Euro und Duschen extra und was Strom extra, ne? Genau. Ja. Parken war sehr günstig, ne? Wir stehen da für 3 Stunden 1,50 Euro auf dem Parkplatz direkt am Bahnhof. Also ja, und die Stadt ist da auch gut zu erreichen. Schöne kleine Lädchen mit ganz tollen Deko-Sachen, also genau das Richtige, finde ich. Ja.
Und die Lebensmittelpreise, haben wir gemerkt, die sind ja doch schon etwas teurer wie bei uns. Aber gut, das wussten wir ja und ja. Ist halt so. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir noch ein Strafticket kriegen für zu langes Parken, machen wir uns mal auf den Weg. Wir fahren noch ein Stück weiter und ja, schaut mal, wo es hingeht. Bis später. Hier auf diesem Platz haben wir unsere letzte Nacht verbracht. Gestern, als wir hier angekommen sind, haben wir schon eine kleine Runde über diese Wiesen da hinten gemacht. Da stehen ganz viele Rinder mit ihren Kälbchen. Die waren ganz schön wild und sind angerannt gekommen. War uns nicht so ganz geheuer. Aber dahinter ist dann das Meer. Also die Aussicht ist richtig schön. Genau. Und wir hatten heute eigentlich vorgehabt, über diese Hügel, über diese Dünen am Meer entlang bis zum nächsten Ort zu wandern. Es gibt auch einen schönen Wanderpfad, der über diese Dünen führt. Leider können wir das nicht machen. Und der Grund dafür ist, ihr seht es da oben an der roten Flagge und man sieht auch, der Weg ist abgesperrt. Hier konnte man gestern noch durchlaufen, heute geht es nicht mehr. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass es sich um ein Militärgebiet handelt und dass hier heute Schießübungen stattfinden. Deshalb ist der Zugang hier verboten. Ja, und deshalb wird es nichts mit der Wanderung. Aber wir haben uns schon einen Plan B ausgedacht. Wir werden jetzt einfach ein Stückchen die Straße weiter hinauffahren, einen anderen Parkplatz suchen und dann von der anderen Seite den Ort erwandern, zu dem wir heute wollen. Schauen wir mal, ob das klappt, ne? Ob da auch irgendeine Sperrung ist oder sonstiges. Ich denke schon. Und den Ort, den wir erwandern wollen, der ist eigentlich sehr bekannt hier in Schweden. Welcher das ist, das seht ihr gleich. Werdet ihr dann sehen. Dann wollen wir mal los, ne? Jawohl. Thank you.
So, wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind bei den Steinen. Wie heißen die? Alestenar. Alestenar. Ja, mit so vielen Menschen haben wir nicht gerechnet. Deshalb machen wir jetzt nur kurz hier eine Aufnahme, weil Ralf ist gestern Abend schon mit dem Fahrrad hier hingefahren und die Bilder blenden wir dann ein. Da war nämlich kein Mensch zu sehen. So schön mit den Gleitern hier. Aber völlig überlaufen leider. Also, wer die Steine besuchen möchte, sollte, glaube ich, früh morgens oder spät abends hier hinkommen. Dann hat man die Chancen, schöne Aufnahmen zu machen. Ja, gerade in den Sommermonaten ist es hier lange hell. Dann kann man abends ruhig noch mal da hingehen. Da ist kein Mensch zu sehen. Licht ist noch genug da, man kann noch Aufnahmen machen, sich das alles mal in Ruhe angucken und wirken lassen. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn da jetzt 100.000 Leute drumherum rennen. Aber gut, so ist das nun mal halt mit Sehenswürdigkeiten, die sind halt stark besucht und ja, das sieht man dann auch. Gut, dann gucken wir uns das jetzt mal von nahen an. Wir stehen hier mit unserem Wohnmobil in Brückstranden. Dieser Platz steht nicht bei Park for Night. Man darf auch nur tagsüber hier stehen. Der ist aber wirklich richtig schön. Hier gibt es Picknickbänke, ein großer Parkplatz und direkter Zugang zum Sandstrand. Und von hier aus ist dann auch unsere Wanderung gestartet. Wir sind circa 5 Kilometer am Strand entlang zu den Steinen gelaufen, die wir besichtigt haben. Und dann nochmal so circa 5 Kilometer oberhalb der Steilküste zurück. Also ich denke mal, die Aufnahmen zeigen, wie schön es war. Ja. Hier endet unser Video jetzt auch und schaut wieder im dritten Teil rein, wie es dann weitergeht. Tschüss. Tschüss.